Okay, okay. Da geht eine Beziehung im Bruch. Hier kommt ein Baby. Oh mein Gott, was ist hier los? Hey und herzlich willkommen zu einem neuen Part, die Sims 3 Not So Very Challenge. Wir waren letztes Mal dabei stehen geblieben, wo Fia zur Arbeit ging. Und jetzt ist sie fertig mit der Arbeit. Ich habe gerade gemerkt, das hat sie sich automatisch wieder auf Hard Arbeit gestellt. Dafür haben wir aber diese Meldung bekommen. Die Mühe von Fia und ihre gute Arbeit zahlen sich endlich aus. Sie erhält eine Gehaltserhöhung von 6 Simoleons in der Stunde. Das ist schon relativ. Das ist gut. Das ist sehr gut. Und in der letzten Folge hatten wir die Umfrage wegen dem Wunschbrunnen, ob wir uns entweder einen Mann wünschen oder auf die Suche gehen. Und die meisten waren dafür, dass wir tatsächlich einen Mann suchen. Aber die liebe Reggie hat den Vorschlag gemacht, dass wir uns aus dem Wunschbrunnen ein Kind wünschen können. Mein Gott. Und ich will den Wunschbrunnen ab irgendeinem Punkt auf jeden Fall benutzen. Und daher finde ich diesen Vorschlag sogar echt sehr gut. Und ich denke auch, dass wir das irgendwann mal machen werden. Irgendwas stimmt mit mir heute nicht. Und es ist ja auch nicht vorgegeben, wie viele Kinder in einer Generation sind. Außer, glaube ich, bei der zweiten. Da darfst du nur ein Kind haben. Aber sonst ist es nicht vorgegeben. Deswegen würde ich das auch machen. Aber die Priorität... Oh, wie süß. Wildpferde. Aber die Priorität liegt erstmal dabei, einen Mann zu finden. Und natürlich auch die Fähigkeiten zu verbessern. Wir haben jetzt auch schon eine Fähigkeit in der Gartenarbeit. Apropos, wir können direkt mal gucken. Können wir nichts machen? Gut, haben wir was im Briefkasten? Ja, wir können mal eben die Rechnung bezahlen. Nicht lesen. So. Und danach könnten wir eigentlich auch mal irgendwo hingehen und gucken, dass wir jemanden treffen. Wir müssen ja immer noch auch die drei Freunde finden. Da hatten wir letztes Mal die Emi, die ist dann irgendwann weggegangen. Die wäre vielleicht eh nicht so der beste Umgang für uns gewesen. Und wir hatten die Lara, die waren... Die hatten wir kennengelernt. Können wir mal eben gucken, was wir hier noch so haben. Wir haben das Stamolions, ein Treffpunkt. Dann haben wir hier noch so einen Tankstellentreffpunkt. Also manche Sachen habe ich auch noch selber in dieser Welt platziert. Der sandige Platz. Alles für die Party. Mix Meister Karaoke. Ich würde sogar sagen. Warte mal, wo ist denn hier Happy Hour? Gar keine? Okay. Hier noch irgendwo was? Hier ist der Club, den ich selber gebaut habe. Aber wir könnten eigentlich ruhig mal in diese Karaoke-Bar gehen. Haben wir hier... Ah, sie möchte sogar Karaoke singen. Okay, das trifft sich sehr gut. Dann... Ja, für den Kurs haben wir kein Geld. Den brauchen wir eh nicht machen. Dann kann sie gleich wirklich vielleicht einmal Karaoke singen. Und sie möchte einen Hotspot aufsuchen. Ich hoffe, wir haben die richtige Wahl damit jetzt getroffen. Mit ein paar Wischbewegungen der Finger hat Fia Berry die umfangreiche digitale Welt der sozialen Netzwerke für sich entdeckt. Vom Texten bis hin zum Bloggen, ihr individuell einstellbares Smartphone wird Fia mit neuen Apps und vielem mehr versorgen. Okay. Das Smartphone ist für die Sims alle Neuland. Anscheinend steigt die Party heute Abend woanders. Hier ist es langweilig, ist Zeit herauszufinden, wo sich die Leute nachts wirklich aufhalten. Okay, das ist echt mager. Wen haben wir hier? Eigentümerin. Das ist echt nichts. Wer ist er hier? Omar. Also Männer gibt es. Ich weiß nur nicht, ob das genau das ist, was wir suchen. Eher nicht. Noch hier? Nee, da irgendwie ist es das nicht. Dann gucken wir vielleicht doch nochmal weiter. Party machen. Wir gehen mal ins... Oh,
gar nicht ranzoomen. Wir gehen mal ins Damoleons. Wir müssen ja jetzt nicht auf den Putz hauen, während wir morgen arbeiten müssen. Ach, wie süß! Nein, guckt euch das mal an. Nein, ist ja niedlich. Also auch wenn die Männer nichts für uns sind, die sind bestimmt was füreinander. So, die ist weg. Unkraut jeden. Hotspot aufsuchen. Karaoke singen ist auch weg. Wir können es mal, hoffen wir mal. Ah nee, so eine Treffpunkt, so eine Kaffeebar. Ist ja jetzt kein Club, ne? Dann kann es kein Hotspot. Machen wir es auch mal weg. Und Unkraut jeden. Okay, hier sind ein paar Sims. Morgan Clermont oder Clermont sieht aber auch ein bisschen älter aus. Mein Gott, fahren hier viele Taxen. Bevor ihr es in die Kommentare schreibt, sag ich lieber selber. Es heißt Taxis, nicht Taxen. Und unsere Hygiene geht auch langsam runter. Das ist nicht so geil. Hier ist auch nichts los irgendwie. Oder kommen die jetzt alle? Das sind alles Frauen. Also spricht ja nichts gegen eine Frau, aber... Nee, irgendwie. Er ist zu jung für uns. Wir müssen nochmal weiter. Das bringt ja alles nichts. Okay, was ist hier los? Oh, sie bekommt ein Baby. Oh. Wir kommen definitiv nicht zum richtigen Zeitpunkt. Aber hier sind definitiv mehr Leute. Okay, okay. Da geht eine Beziehung im Bruch. Hier kommt ein Baby. Oh mein Gott, was ist hier los? Oh mein Gott, guckt euch mal Fia an. Oh mein Gott. Ja, das ist nicht dein Baby, also komm mal ein bisschen runter. Oh, hier ist sogar eine Dusche, Wahnsinn. Finde ich jetzt nicht so geil, aber wir duschen jetzt einfach mal hier an der Tankstelle. Ich hoffe, der Ingame-Sound ist jetzt nicht zu laut. Wegen dem ganzen Geschrei. So, und dann checken wir mal ab, wer hier ist. Da haben wir einmal den guten Jason Hendricks und den Verkäufer. Wer ist er? Das ist Hugo Ojeda und Braden King. Ich würde aber gerne den Jason kennenlernen, wenn er jetzt nicht weggeht. Und was trägt sich für einen Lippenstift? Was ist das? So. Freundschaftlich begrüßen. Okay. Dann geh mal hin, Fia. Und lern den ersten Snack kennen. So. Du kannst ihm auch in die Augen gucken. Oh, oh! Mir egal, was die anderen denken. Ich finde dich heiß. Sehr gut. Sehr gut. Das funktioniert richtig gut. Okay. Lernen wir ihn mal ein bisschen kennen. Auch wenn wir komplett müde sind. Oh, er ist Autor. Ist er Autor? Fantastisches Buch lösen. Plaudern. Nach Karriere fragen und nach Schulhymne fragen. Der Standard. Hier haben wir auch schon einen Paparazzo. Irgendwie... Weil irgendwie diese Armbewegung. Oh, oh. Das Buch loben war nicht so gut. Guck mal, sie macht schon direkt Anspielung auf ihr Bett. Leute. Und er geht drauf ein, scheinbar. Okay. Das war gut. Erzähl mir doch mal eine lustige Geschichte. Achso, er ist Berichtsverfasser. Also ist er in der Wirtschafts-. Ja, Wirtschaftskarriere. Noch mal ein bisschen kennenlernen. Er war in der Oberschule der Nachbarschaft. Okay. Eine Geschichte erzählen. Einfach ein bisschen tratschen so mit ihm. Ein bisschen plaudern. Vielleicht noch mal Grimassen schneiden. Von Wirtschaftsschwärmen kommt das so gut? Keine Ahnung. Über Recycling reden. Vielleicht finden wir dann heraus, ob er auch umweltbewusst ist oder nicht. Oh, oh, scheiße. Okay, er ist kindisch.
Aber wir müssen uns jetzt auch echt verabschieden, weil Ia ist richtig, richtig müde. Aber das war richtig gut. Das ist nicht wenig, was wir jetzt erreicht haben mit dem lieben Jason. Oh ja, sie ist richtig müde. Sie ist sogar erschöpft. Sogar der Fußboden erscheint wie ein gemütliches Bett. So, 7 Uhr, 4 steht auf. Da muss sie dringend was essen. Kann sie ihr Waffeln machen? Boah, mir tut das so leid, dass sie in diesem Haus wohnt, ne? Ich möchte ihr irgendwie was Schönes machen. Das ist schon echt eklig, ne? Kann sie gleich auch mal wegräumen? Ja, ich weiß, dass die Fahrgemeinschaft gleich kommt, aber sie muss noch eben was essen. So, dann macht ihr mal schnell was zu futtern. Da ist die Fahrgemeinschaft auch schon. Okay. Ah, vielleicht schafft sie es ja trotzdem eben schnell was zu essen. Komm schon. Nein, wir haben es nicht mehr geschafft. Jetzt muss sie das Taxi nehmen. Okay, ja gut, dann nimmt sie jetzt halt das Taxi, muss sich darüber beschweren, dass sie die Umwelt verschmutzt. Ein Kurs in der Fähigkeit angeln, Blena. Kurse sind gerade nicht so viel. So, viel Spaß bei der Arbeit, meine Liebe. So, ihr hat ihr Tagewerk vollbracht. Ihr hat heute 223 Simoleons verdient. Und sie möchte sich auch etwas im Wert von 100 Simoleons kaufen. Oder mindestens 100 Simoleons. Würdet ihr den Wunsch gerne erfüllen? Machen wir das jetzt gleich schon? Holen wir ein bisschen ein? Das ist noch nicht... Das ist echt wenig Geld noch. Ich würde damit am liebsten noch warten. Haben wir noch ein paar Samen? Wo haben wir die denn her? Die haben wir aber nicht gekauft. Naja, whatever. Hier haben sie aber. Wenn wir was geerntet haben, können wir das ja auch verkaufen. Dadurch bekommen wir ja auch, wenn nicht viel, auch ein paar Simoleons. Und wir müssen auch noch angeln lernen. Damit habe ich mich auch gar nicht beschäftigt bis jetzt. Oh, das ist so viel. Ich habe Angst, dass ich das nicht schaffe. Aber ruhig bleiben, cool bleiben, das geht schon irgendwie. So. Und jetzt sind wir auch schon zu Hause. Wir haben uns auch noch nicht um den Garten heute gekümmert. Haben wir das überhaupt? Ja, hier, Garten pflegen. Die Pflanzen können wir auf jeden Fall gießen. Dann machen wir das einmal ganz schnell. Können wir jetzt eigentlich... Den Apfelbaum können wir pflanzen. Das können wir auch pflanzen. Das ist ganz gut, dass wir die Samen sogar haben. Können wir alles mal eben pflanzen. Zwiebel können wir noch nicht pflanzen. Ist jetzt irgendwie nicht der schönste Garten, aber... Muss er ja auch nicht sein. Oh, sie ist schon wieder müde, scheiße. Oh Mann. Sie ist, sie ist zu müde, um Gartenarbeit zu erledigen. Okay, dann machen wir noch ganz schön Nickerchen. Es kann sein, dann muss Jason heute doch noch warten. Der muss warten. Wir müssen jetzt erstmal ein bisschen Geschicklichkeit. Und Gartenfähigkeit verbessern. So, jetzt haben wir ein kleines Nickerchen gemacht. Jetzt können wir wieder anpflanzen gehen. Sie hat immer noch ihre Arbeitskleidung an. Und. Warum ist das ihre Arbeitskleidung? Ich verstehe es nicht. So, ich bin am Überlegen, die zu ändern, aber... Man hat ja auch was Lustiges, wenn sie barfuß zur Arbeit geht. Oh, okay, sie hat jetzt schon 2 Punkte in Gartenarbeit. Das ist gut. Das ist richtig gut. Dann, warte, dann können wir doch jetzt auch... Unkraut jäten. Wir können Unkraut jäten. Dann haben wir schon mal einen ihrer Wünsche erfüllt. Ja, auch mal schnell... Und morgen ist... Morgen ist dann das... Okay, da muss sie auch arbeiten. Wir könnten aber vielleicht doch morgen nach der Arbeit mal echt auf ein Date mit Jason gehen. Ich glaube, ich hoffe, der wird so ausgesprochen. C-E-N. Naja. So. Und ganz so müde bist du noch nicht. Essen kannst du auch morgen. Wir müssen jetzt auf jeden Fall noch einen Punkt der Geschicklichkeit bekommen irgendwie. Und danach kann sie vielleicht duschen gehen. Kochen braucht sie nicht erlernen, das ist nicht so wichtig.
Wobei hätte ich den Wunsch mal angenommen. Wahrscheinlich hätte sie das morgen früh automatisch erlernt. Naja. Dann lassen wir sie mal ganz schnell ein bisschen lesen. Und wir haben den ersten Punkt in Geschicklichkeit. Jetzt springt sie ganz schnell unter die Dusche. Steht sogar schnell duschen. Und danach kann sie auch direkt schlafen gehen. So, ich habe mich jetzt mal entschieden, sie nimmt eine schnelle Mahlzeit. Weil sonst können wir damit wieder nicht hin. Über Gartenarbeit reden. Ja, das lässt sich vereinbaren. Oh, die tut mir so leid, dass sie auf dem Klo sitzen muss. Oh. Ich glaube, das Erste, was ich kaufe, ist vielleicht hier so eine Theke mit so Barhockern, dass sie sich wenigstens da hinsetzen kann, wenn sie isst. So, 8 Uhr. Pünktlich für die Fahrgemeinschaft. Und ich hatte gerade ganz kurz einen Lag. Irgendwie finde ich, leckt heute generell so ein bisschen. Ich weiß auch nicht warum. Und ich finde, hier sind relativ viele Wildpferde. Ja, sie möchte auch ein Wildpferd beobachten. Hier sind irgendwie komisch ganz, ganz viele Wildpferde in Lucky Farms. Ich habe noch nie zuvor in der Welt gespielt, also vielleicht kommt mir das auch einfach nur so vor. Dann viel Spaß bei der Arbeit, Fia. Bis später. Irgendwie macht ihre Arbeit ihr echt gar keinen Spaß. Ich bekomme auch diese typischen Wünsche, die Sims machen möchten, wenn sie wenig Spaß haben. Und es regnet. So, düstere Stimmung. Aber wir haben jetzt endlich über 1000 Simoleons. Das ist gut. Dann könnten wir sagen, könnten wir uns gleich mit ihm verabreden. Also ich finde, der ist schon eine gute Wahl. Und die beiden mögen sich scheinbar, finden sich gut. Das finde ich passt ganz gut. So, dann schnapp mal dein Telefon heraus und einladen nach. Wir gehen mal mit ihm irgendwo hin. Hier waren wir gestern. Da war eigentlich ganz nett. Gehen mal hier hin. Da können Sie auf jeden Fall einen Kaffee trinken und so Kuchen und sowas essen. Wie sieht die Hose komisch an ihr aus? Und sie muss sich gleich dringend umziehen. Also richtig dringend. So, dann fahren wir mal zum Starmoleons, um Jason zu treffen. Da ist er auch schon. Ja, nee, bevor du von ihm angesprochen wirst, ich möchte erstmal, dass du dich umziehst. So nicht. So kann er dich nicht sehen. Und, ah ja, jetzt kannst du angesprochen werden. Jetzt ist okay. Kennenlernen. Und über Gartenarbeit reden. Und danach kannst du dir vielleicht mal einen Snack holen. Ist auch so teuer. Muffin hört sich gut an. Wobei, nein, ich möchte mein Spiel nicht speichern, danke. Sie mag Limettenkuchen am liebsten. Dann kann sie auch Limettenkuchen holen. Jetzt quatsch mal noch ein bisschen mit Jason. Mein, ich finde den ja, der ist ja schon irgendwie knuffig. Ja, das ist schon süßer. Oh. Die erste, nicht romantische Verabredung von den beiden. Mich natürlich festhalten. So. Und sie hat auch einen Wunsch erfüllt. Ach ja, über Gartenarbeit reden, genau. Okay, dann snack mal eben was. Wo gehst du hin? Nein, du sollst es snacken. Du sollst es essen. Und natürlich setzt sie sich nach. Oh, warum setzt sie sich nach draußen? Also sie liebt die Natur, vielleicht deshalb, aber es regnet.
Oh, setzt er sich zu ihr? Setzt er. Nein! Was macht er? Warum? Sind das so romantische Spieler? Ich musste jetzt mal kurz cutten, weil meine Schwester gerade reinkam. Nein, du möchtest nicht etwas lesen, weil der hier steht direkt vor dir. Kennt der? Was ist das denn? Warum ist da ihr... Hallo, nein. Pia möchte mit ihm reden. Geh weg, Ginny Gomez. Geh weg. Ah, guck mal, jetzt reden sie. Oh, sie fühlt richtig den Beat. Sie fühlt's. Dabei ist Klassik gar nicht so ihre Musik. Donovan-Stil. Hast du das gehört? Lola ist eine Schmeichlerin. Lustige Geschichte erzählen. Wir können eigentlich den Schritt auch wagen. Und, flirten oder ein Kompliment machen? Ich gehe normalerweise immer safety first auf ein Kompliment. Aber wir können mal flirten. Flirten wir mal ein bisschen mit ihm. Oh, hallo? Was ist das denn? Nein! Interessiert mich nicht, wir nehmen ihn trotzdem. Weil, wenn wir jemanden suchen, der keine Beziehung hat, das wird ewig dauern. Wirklich ewig. Also bleiben wir bei ihm. Nicht nach Geld... Nein. Nach Tag fragen. Und über Kompost reden. Warum nicht? Wobei über Umweltschutz reden. Das ist vielleicht besser. Und dann können wir noch ein lustiges Video zeigen. Und dann können wir mal... Oh Gott. Du bist ein bisschen laut gewesen jetzt. Ja, Findet er das... Ja, okay. Das findet er lustig. Jetzt das Kompliment. Komm schon. Du willst es auch... Willst du es auch? Warum hängt das jetzt schon wieder? So. Ja. Er will es auch. Ja, okay. Er hat... Das ist kein Nein. Das ist kein Nein. Ein kokekter Witz. Er will es auch, Leute. Er will es... Nicht. Okay, nein. Er will es nicht. Das Sternzeichen fragen. Wir kriegen ihn noch. Wir kriegen ihn. Es ist schon wieder so spät, ne? Er ist Fische. Was sind wir nochmal? Ein Zwilling. Also, eigentlich passt das ja gar nicht zusammen, ne? Just saying, Leute. Und dann versuchen wir es nochmal mit Flirten. Das ist mir irgendwie zu laut. Warum? Du findest uns doch heiß. Komm, machen wir noch ein Kompliment. Ah, Jason, komm schon. Hüftkästchen spielen, das haben wir hier nicht. Ein Kissenschlacht, ja. Insider-Witz. Wusstest du, dass Lila Langley Unmengen von Geld besitzt? Das hätte ich nie gedacht. Ich auch nicht, Fia. Komm schon. Ja, Leute, er will's auch. Ich hab's von Anfang an gesagt. Er will's auch. Nice. Ja, ja. Und er ist kokett. Okay. Bombe. Bombe. Super. Ja. Verraten wir ihm noch ein Geheimnis. Und... Bitten ihn, die Sterne zu schauen. Vielleicht geht das schon. Das ist so süß. Bitten wir ihn mal, in die Sterne zu schauen. Ein Film gucken heute Abend nicht mehr. Oh, sie schauen jetzt in die Sterne. Das ist einer meiner liebsten Interaktionen in Sims 3. Irgendwie leckt es echt so ein bisschen. Oh, süß. Er hat irgendwie auch ein ganz interessantes Gesicht, muss ich ja sagen, ne? Ah, ich find's niedlich. Ah, oh, ist das süß.
Okay, den Jungen haben wir, den Boy haben wir. Bombe. Ich hoffe, er hat keine Kinder, das finde ich so nice. So. Aber müssen wir uns jetzt auch schon wieder von dir verabschieden. Können wir nochmal verliebt umarmen und in Verabredung zu. Normalerweise hören... Ja, ich wollte gerade sagen, normalerweise hören die von irgendwann von selber auf. Dann umarm ihn nochmal verliebt. Oh. Tschüssi. Und nein. Ich gebe mir alle Mühe, aber jedes Mal werde ich durch so miese Dates wie dieses enttäuscht. Vielleicht sollte ich es mal mit Online-Date... Nein. Ich hatte mal ein Techtelmechtel, das länger gedauert hat als dieses Date. Wenn du dich mit mir verabredest, sollst du auch ein wenig Zeit mit mir verbringen. Oh, Jason. Aber, oh. Mann. Und sie möchte ihn küssen. Süß. Tja. Ich fand, das Date war sehr erfolgreich. Auch wenn er es anders sieht. Aber ich fand's gut. Okay. Ich glaube, hiermit beende ich das Ganze auch jetzt auch wieder. Wir haben jetzt 2 Gartenarbeitspunkte, 1 Geschicklichkeitspunkte und wir haben ihn kennengelernt. Auch wenn der mit Andorra zusammen ist. Ich glaube, die kennen wir aber nicht. Ja gut, also wenn er von ihr wegkommt, dann sollte er besser froh sein, dass er uns kennengelernt hat. Just saying, ne? Und dann würde ich sagen... Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüssi!